perfekten Ehefrau. Aber Schatzel, können wir uns denn nicht zu einer anderen Zeit sehen? Aber Wurstl, wozu hast du denn einen Rennstall? Du kannst doch sagen, du hast eine Sitzung im Jockeyclub, ne? Aber schau, Schatzel, ich war in dieser Woche schon dreimal im Jockeyclub angeblich. Das glaubt mir doch meine liebe Frau nicht mehr. Du musst mir eine andere Ausrede finden. Ich muss dich halt unbedingt noch sprechen. Wo? Na, auf dem Opernball. Ich tanze doch dort. Das möchte ich allerdings nicht gerne versäumen. Aber schau, mein Schatzel. Ja, lieber Herr Dr. Hieblinger, ich kann das noch nicht so genau sagen, wie ich das machen werde. Fährst Herr Dr. Hieblinger? Ich? Ach, ich verstehe. Du kannst wahrscheinlich nicht reden. Stimmt, Herr Doktor. So komm doch schon. Es ist ja gleich 11. Ja, mein Schatzel. Ah, du kannst schon wieder reden? Nein, mein Schatzel. Nein, Herr Doktor, du machst mich so nervös. Mit wem sprichst du denn? Na, mit dem Dings da, mit dem Rechtsanwalt, mit dem Dr. Hieblinger. Und der hat eine so hohe Stimme? Was hat er? Nein, der hat... Nein, im Hals hat er eine Heiserkeit. Na, dann lass ihn doch nicht so viel reden. Ich lass ihn... Herr Dr. Hieblinger, ich muss jetzt leider schließen. Ich werde mich schon für eine Stunde freimachen. Mein Respekt, Herr Doktor. Alles dann? Servus. Das sind solche Nebengeräusche da in dem Telefon. Peinlich. Ja, äußerst peinlich.